Our soul has been fashioned, denn unsere Seele wurde gestaltet, to resist, zu widerstehen, to confront, etwas zu konfrontieren, to fight, etwas zu bekämpfen, to defend, etwas zu verteidigen. But our ultimate call, doch unser endgültiger, unser höchster Ruf, is to submit to God, ist uns Gott zu unterordnen. Now, why is it so important for us to submit to God? Warum ist es wichtig, dass wir uns Gott unterordnen? The simple reason is that we come from him. Der einfache Grund ist, wir stammen aus ihm. So everything about us is defined by him. Denn alles, was uns angeht, wird durch ihn definiert. So it is through his interpretation that we interpret life. Und deshalb, es ist durch seine Deutung, dass wir das Leben deuten. God is meaning to everything. Denn Gott heißt Bedeutung für alles. Because he created everything. Denn er schuf alles. And so he is the only one who defines what anything is. Dementsprechend ist er der Einzige, der jede Sache und alles definiert. So if we are to have a life, deshalb, wenn wir Leben haben sollten, meaning, und zwar ein bedeutsames Leben, we have to submit to him. Dann ist es wichtig, dass wir uns ihm unterordnen. And so there is a character that God has given to each and every one of us. Und genau das ist die Eigenschaft, die Gott jeden von uns gegeben hat. That we should be humble. Nämlich, dass wir demütig sind. Now, when we look at Jesus Christ, wenn wir nun Jesus Christus anschauen, we admire his life. Wir bewundern sein Leben. We look at the strength with which he undertakes whatever task before him. Wir schauen die Kraft, womit er jeglichen Auftrag oder jede Aufgabe bewältigt. Without any doubt, und zwar ohne Zweifel. Our envy, our desire is to emulate his life. Unser Begehren, unser Sehnsucht ist, sein Leben zu spiegeln. But where lies his strength is doch the question. Die Frage stellt sich, woran liegt seine Kraft? What was the strength of Christ? Was war die Stärke Christi? Why did he overcome everything? Warum hat er alles überwunden? His strength lies on his submission to God. Seine Stärke liegt daran, dass er sich Gott untergeordnet hat. Er erkannte, dass Gott die einzige Kraft ist. Er erkannte, also das hat er für sich anerkannt, dass Gott was the only life that influences whatever he does. Nämlich, dass Gott das einzige Leben ist, was das beeinflusst alles, was er tut. So he said he was meek and lowly of heart. Und deshalb beschrieb er sich als sanftmütig und wirklich demütig im Herzen. That was his strength. Das war seine Stärke. Amen. Because our submission to God, denn unsere Unterordnung Gott gegenüber, is our defense, ist unsere Verteidigung, in which there is no attack. Nämlich gegen die es keinen Widerspruch bzw. keinen Angriff gibt. Amen. When you submit to God, wenn du dich Gott unterordnest, any other power, alles andere an Kräfte, has no effect over you, haben keine Wirkung auf dich. Glory be to God. Ehre sei Gott. But you know, since the heart has been fashioned to resist, doch da das Herz so gestrickt ist, zu widerstehen, Widerstand zu leisten, the heart has been fashioned to have its own opinion. Das Herz wurde so gestaltet, die eigene Meinung zu bilden. Because this is actually the definition of pride. Denn genau das ist die Definition von Hochmut. Our own opinion. Ja, unsere eigene Meinung. What we think. Was wir denken und was wir für wahr halten. Now we, all of us, we've come in contact with the passage when Christ confronted his disciple. Denn wir alle sind bestimmt
darüber schon mal gestolpert, wo Jesus Christus nämlich seine Jünger konfrontiert hat. And he asked them, what do men say that I am? Und er fragte sie, und zwar in Matthäus 16, was sagen die Menschen, wer ich bin? And his disciples says, men says, you are Jeremiah, you are Elijah, you are John the Baptist. Und so fingen sie an, ihre eigene Meinung zu geben. Na, manche sagen, du bist Jeremia, du bist Johannes der Täufer, du bist dies, du bist jenes. Okay, that is their opinion. What do you say I am? So, da sagte Jesus, naja gut, das sind ihre Meinung. Was sagt ihr, wer ich bin? Then Peter comes out and says, you are the Christ, the Son of the living God. Und da kam Petrus und sagte, du bist der Christus, Sohn des lebendigen Gottes. And Jesus screamed and said, well, flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Und da sagte Jesus, also Fleisch und Blut, sprich keine menschliche Beziehung hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel hat es dir gezeigt. And upon this revelation I will build my church. Und auf diese Offenbarung baue ich meine Kirche. And the Bible says that just after a moment. Und die Bibel berichtet uns weiterhin nach wenigen Augenblicken. Now Jesus begins to reveal a very important truth to his disciples. Ja, ich sag's in meinen Worten, da hat sich Jesus Herz gefreut, wie ein Honigkuchenpferd, und da dachte er konnte den Jüngern ein bisschen mehr erzählen. Amen. Amen. And so he spoke to them and said, look, in a very short while I will go to Jerusalem and I will be killed. Und da sagt er ihnen, also in Kürze werde ich nach Jerusalem reisen und dort werde ich getötet. Peter said that can't happen. Und da sagt Petrus, naja, also das auf keinen Fall, das passiert nicht. The Father just revealed to me that you are the Christ, the Son of the living God. Moment mal, der Vater hat mir doch gerade eben gezeigt, dass du der Sohn des lebendigen Gottes bist, du bist der Christus. Because according to Peter, if you are the Christ and I am your disciple, come on, I must be important somehow. Ja, also gemäß Petrus Überlegung, gemäß seiner Meinung, na wenn Jesus der Christus ist und er gehört zu den Jüngern Christi, na da muss doch eine wichtige Verbindung geben. Ja? And so Jesus said to him, very important. Und da sagte Jesus zu ihm. He says, Satan, get thee behind me. Satan, gehe hinter mir, weiche von mir. Now he called Peter Satan. Jesus nannte Petrus Satan. He says, get thee behind me. Ja, gehe hinter mir, weiche von mir. For you mind only the things of man and not the things of God. Denn deine Überlegung richtet sich nur nach den Dingen des Menschen und nicht nach den Dingen Gottes. Now Satan is the embodiment of pride. Nun Satan ist die Verkörperung von Hochmut. Because all that he cares in his mind is the things of men. Denn alles, was Satan bewegt in seiner Gesinnung, sind nur die Dinge des Menschen. The opinion of man. Die Meinungen des Menschen. And so Jesus said, this is a stumbling block unto me. Und da sagte Jesus, genau diese Meinung des Menschen ist ein Hindernis für mich. Amen. Amen. So the stumbling block for us to be effective in life is the opinion that comes from ourselves. Dementsprechend, das, was uns hindert, wirkungsvoll im Leben zu sein, ist die Meinungen des Menschen. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so God's the word of God tells us that God gives grace to the humble. Das Wort Gottes berichtet uns, dass Gott Gnade dem Demütigen schenkt. And he resists the pride. Und er widersteht, und zwar den Stolzen, den Hochmutigen. James 4, the verse 6 and 7. Das finden wir in Jakobus 4, Vers 6 und 7. James 4, the verse 6 and 7. Jakobus, bitte aufschlagen, Kapitel 4, Vers 6 und 7. But he giveth more grace, wherefore he said, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Jakobus 4, Vers 6. Und er gibt aber größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmutigen und den Demütigen aber gibt er Gnade.
Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Submit yourselves therefore to God. Unterwerft euch nun Gott. And your submission is your resistance to the devil. Und zwar deine Unterwerfung, deine Hingabe Gott gegenüber ist dein Widerstand gegen den Teufel. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. You know, Paul in 1 Corinthians 1, the verse 23, in 1. Korinther 1, Vers 23, he made a disclaimer. Da hat Paulus so eine Verzichterklärung abgegeben. It says, but we preach Christ crucified unto the Jews a stumbling block. Nämlich, wir predigen Christus, der gekreuzigt ist, zu den Juden ist das ein Hindernis. And unto the Greek foolishness. Und zu den Nationen, sprich zu den Nichtjuden, ist das Torheit. It says, we preach Christ. Wir predigen Christus. Crucified. Und der gekreuzigt. Now, we need to understand what the crucifixion is. Es ist wichtig, hierbei zu begreifen, was die, wofür die Kreuzigung steht. Now, we have been called to submit to God. Nun, wir sind berufen, uns Gott unterzuordnen. But why should we submit to God? Doch warum sollen wir das tun? Now, in order for us to understand why we should submit to God, we need to revisit the cross. Damit wir begreifen, warum wir uns Gott unterordnen sollen, ist es wichtig, nochmal das Kreuz bzw. die Kreuzigung vor Augen zu halten. Amen. Amen. So Paul says, it is the cross, it is the Christ crucified that we preach. Denn Paulus drückte sich so aus: Es ist der gekreuzigte Christus, den wir predigen. Amen. Amen. So now, what happened at the cross? So, da stellt sich die Frage, was war am Kreuz passiert? So, when we look at the cross, wenn wir uns das Kreuz anschauen, let's just look at only three character, you know, at the cross. Also wir schauen uns drei Dinge, was am Kreuz geschah. God, man and the devil met at the cross. Und zwar am Kreuz trafen sich drei Personen, Gott, dem Menschen und dem Teufel. Because Jesus was the God-Man. Denn Jesus war der Gottmensch. In him was a representation of God and at the same time of man. Denn in Jesus Christus war die Vertretung von sowohl Gott als auch Mensch. Now the cross was so important because that was the ultimate place of battle. Denn das Kreuz war sehr wichtig, weil dort fand die endgültige Schlacht statt. When we talk about the cross or the crucifixion, what does it mean? Wenn wir über die Kreuzigung sprechen, was bedeutet das überhaupt? It is so simple. Das ist einfach. The cross is the place where every entity is exposed to death. Das Kreuz ist dort, wo, und zwar jede Sache, jedes Ereignis dem Tod geweiht wurde. I repeat again. Das wiederhole ich. Crucifixion, Kreuzigung, is the place, ist der Ort, is the battleground, ist das Schlachtfeld, where everything, wo, every entity, wo alles, alles an Sachen und alles an Ereignissen, alles an Wesen, God himself, sogar Gott selbst. Is exposed. Ja, sie wurden geöffnet. Is confronted to death. Sie sind mit dem Tod begegnet. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Because the one who overcame the cross, denn derjenige, der das Kreuz überwunden hat, will become the source of all things. Wird nun die Quelle aller Dinge. And so at the cross, also am Kreuz, man could not overcome death. Konnte der Mensch in sich den Tod nicht überwinden? At the cross, am Kreuz. The devil could not overcome. Der Teufel konnte den Tod nicht überwinden. So at the cross, am Kreuz. It was only God that went through. Es war nur Gott, der den Tod überwunden hat. And so when we look at after the cross, und wenn wir nun nach dem Kreuz schauen, now we realize that man died in death. Dann stellen wir fest, dass der Mensch in sich am Kreuz starb. Amen. Amen.
The Bible tells us in Hebrews 2 from the verse number 14 and 15 that Jesus Christ destroyed the power of death, which is the devil. So at the cross, the devil was destroyed. His power was rendered powerless. So at the cross, it was only Christ's life that swallowed, defeated death and came out of the other side. In Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 14 und 15, hier berichtet uns die Bibel, dass dort ist der Teufel vernichtet worden. Nicht nur der Teufel an sich, sondern auch seine Kraft, seine Macht, wirklich Tod und Furcht, den Menschen einzuflüssen, wurde am Kreuz zerstört. Und was ist denn nun passiert? Doch Gott in der Person Jesu Christi, das Leben selber, ist das Einzige, was den Tod verschlungen hat. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. So Paul says we preach Christ crucified. Und deshalb sagte Paulus, wir predigen Christus, der gekreuzigt ist. Death could not hold life captive. Denn warum tun wir das? Denn der Tod konnte das Leben nicht gefangen halten. Death could not hold God captive. Der Tod konnte Gott nicht gefangen halten. He came out triumphant. Und zwar, er kam aus dem Tod heraus siegreich. He rose from the dead. Er ist aus den Toten auferweckt worden. Now he becomes the only force, the only strength, the only power. Nun ist recognizable. Nun ist er die einzige anerkannte Kraft, die anerkannte Macht, einfach die anerkannte Bewegung, einzig und allein. Now it takes the Spirit of God to open our eyes to see that. Doch es braucht den Geist Gottes, uns die Augen zu öffnen, um dies zu sehen in Verhältnis zu uns. And so what is God telling us? Was sagt uns Gott hierdurch? I am the only power recognizable today. Das heißt, Gott ist die einzige anerkannte Kraft heute. Every other forces has been paralyzed. Alle anderen Kräften wurden kraftlos gestellt. So when you resist any other force, das bedeutet, wenn du jegliche andere Kraft widerstehst, you cause that which you resist to win against you. Dann sorgst du dafür, dass das, wogegen du Widerstand leistest, dich zu besiegen. Amen. Amen. Man ist ja ruhig im Haus. When you resist, wenn du etwas widerstehst, you actually empowers that which you resist to overcome you. Tatsächlich sorgst du dafür, dass das, wogegen du Widerstand leistest, du schenkst diese Sache Kraft oder dieses Ereignis, dich zu überwältigen. Amen. Amen. In Matthew 28, the verse 11, the verse 18. Im Matthäus Evangelium 28, Vers 18. Jesus rose from the dead. Jesus ist aus den Toten auferstanden. Jesus rose from the dead. Jesus ist aus den Toten auferstanden. And he proclaimed. Und erklärte. All power is given unto me in heaven and in earth. Alle Macht ist mir verliehen worden, und zwar im Himmel und auf Erden. Amen. Are we believers? Also sind wir Glaubende oder? All power is given unto him. Alle Macht ist Jesus gegeben. Amen. Amen. All powers. Also hier heißt es alle Mächte, also nicht nur ein bisschen. Is given unto him. Ist ihm gegeben worden. And we are in him. Und wir sind in demjenigen, der alle Macht hat. So. If you recognize any other thing, any other entity as powerful, you are negating the fact that what God says of what happened after the cross is not true. Denn wenn du etwas andere an Kraft anerkennst, wenn du etwas, ein Ereignis, eine Person, eine Sache Kraft zuschreibt oder beschreibt als kraftvoll, dann bedeutet es, du sagst, das, was Gott in der Person Jesu Christi durch die Kreuzigung und nach der Kreuzigung gemacht hat, du sagst, das stimmt nicht. Amen. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. So we are called to submit to the only power that is. Und deshalb sind wir berufen, uns nämlich der einzigen Kraft, die es gibt, unterzuordnen. Amen. Amen. To submit to God. Das bedeutet, wir ordnen uns Gott unter. We submit to his blessing. Wir ordnen uns Gottes Segen unter. The curse has been nullified. Warum? Der Fluch wurde für nichtig erklärt. We submit to abundance. Wir ordnen uns Gottes Überfluss unter. Lack has been nullified. Denn warum? Der Mangel wurde vernichtet. Now, we need to look through the cross. Denn, also das braucht schon ein Auge, was durch das Kreuz schaut. Because if we don't see through the cross, denn wenn wir all dies nicht durch das Kreuz schauen, we will resist that which is not. Also wir werden auf, sage ich mal, menschlicher Ebene das widerstehen, was sowieso nichts ist. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. You begin to resist something that does not really exist. Du fängst an, etwas zu widerstehen, was eigentlich nicht gibt. Resistance is a reaction. Widerstand ist eine Reaktion. Amen. Amen. Resistance is a reaction. Denn Widerstand ist eine Reaktion. But submission is a response. Doch Unterordnung ist Agieren. Amen. Amen. When you submit to God, you are responding to him. Denn wenn du dich Gott unterordnest, dann agierst du Gott entsprechend. Now, each and every one of us here, denn jeder von uns hier, we know that Jesus is the answer, right? Wir kennen doch, dass Jesus die Antwort ist, oder? We even sing it. Jesus is the answer. Ja, wir singen das sogar. Jesus ist die Antwort der Welt von heute. Amen. Amen. Above him there is no other. Ja, also nach ihm gibt es keinen anderen. He's the answer. Er ist die Antwort. So an answer is a response. Also eine Antwort ist doch ein Agieren. Amen. Amen. So God is calling us to respond. Also Gott beruft uns alle, dass wir agieren, statt so zu reagieren. So he's calling us to respond to what Jesus Christ has done, what he has done for us. Denn er beruft uns zu agieren entsprechend dem, was Jesus Christus an unserer Stelle getan hat. Amen. Amen. This is what submission is all about. Aber darum geht's in der Unterordnung. And that is where our strength lies. Und genau hieran liegt unsere Kraft. But when we react, doch wenn wir reagieren, that which we are reacting to, also das, zu dem wir reagieren, will always win us. Wird uns immer besiegen. Amen. Amen. Now, if someone insults you, for example, als Beispiel, jemand beschimpft dich. You react. Und du reagierst und beschimpfst zweimal. Amen. Amen. That which you are reacting to will overcome you. Also deine Beschimpfung hat bewirkt, dass du durch die Beschimpfung des anderen besiegt wird. Even if you double your insult against the person, genau, selbst wenn du deine Beschimpfung vervielfältigst, als Beispiel. You still hurt. Ja, du bist immer noch verletzt durch die Even erste Beschimpfung. If you fight, selbst wenn du hingehst und körperlich tätig wirst and you win, und du gewinnst diese körperliche Tätigung, you still have a scar on you. Du hast immer noch, sag mal so ein, wie sagt man, du hast immer noch die Verletzung von der Beschimpfung. Du trägst sie immer noch. There are many of us we fought, right? We won. But we're still suffering of the memories of that battle. Es sind viele von uns, wir haben seelisch, aber wir haben auch körperlich gekämpft. Und wir haben teilweise gewonnen. Doch wir leiden immer noch an die Wunden, an die Erinnerungen von dem, also von den ganzen Schlachten und Kämpfen. Amen. Amen. We are more than conquerors. Wir sind mehr als Überwinder. It simply means we don't fight. Ja, mehr als Überwinder heißt, wir kämpfen nicht. He fought for us. Denn er hat für uns gekämpft. And he gave us the victory. Und er gab uns seinen Sieg. So with the victory, also mit seinem Sieg we live. Leben wir. Glory be to God. Aber Vater, it is so, so difficult. Also es ist sehr schwer
For us to humble ourselves. Ja, für uns, dass wir uns unterordnen, dass wir uns demütigen. Amen. Amen. Because our strength is weak. Denn unsere Kraft ist im Augen der Welt schwach. Amen. Amen. The only power that is recognizable in this world, on which, with which there is no attack can be launched against, is the power of God. And if we submit to the power of God, there is no power that can stand against us. Denn die einzige anerkannte Kraft, also bei der nichts, was diese Kraft angreift, je Wirkung haben kann, ist die Kraft Gottes. Und wenn wir uns der Kraft Gottes unterordnen, was würde passieren? Dann sind wir unbesiegbar. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Thank you, Father. Danke, Vater. Glory be to God. Amen. So the things that we are confronted with in this world. Und dementsprechend die Dinge, die uns begegnen auf dieser Welt, has no power to hurt us. Haben keine Kraft, uns zu verletzen. Amen. Amen. We must know this. Das müssen wir erkennen. But our resistance towards them, doch unser Widerstand gegen diese, makes us a candidate for hurt and bruises. Machen uns ein Opfer für Verletzungen und für, sage ich mal, für Wunden. You know, Paul said to Timothy, Paulus sprach zu Timotheus in 1 Timothy 6, the verse 7, nämlich in 1. Timotheus 6, Vers 7, it says, for we brought nothing into this world, and it is certain, it is obvious, we can carry nothing out. 1. Timotheus 6, 7, hier sagte Paulus, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, so dass wir auch nichts hinausbringen können. Amen. Amen. We brought nothing. Auf diese Welt brauchen wir nichts. And there's nothing we need to carry. Und es gibt nichts, was wir mitnehmen brauchen. This is how God has created us. Genauso hat Gott uns erschaffen. It's nothing you brought here. Also du brachtest nichts hierhin. And in your journey, und in deine Lebensreise, there is nothing you should carry. Es gibt nichts, was du mit dir tragen solltest. Unforgiveness, Beispiel Unvergebenheit, hurt, Verletzung, hate, Hass. Warum trägst du diese? Man's soul is not fashioned to carry those things. Die Seele des Menschen wurde nicht erschaffen, solche Laster zu tragen. Amen. Amen. God is a living water. Denn Gott ist lebendiges Wasser. His blessing cannot be contained. Also seine Segnungen, die kann man nicht alle fassen. His love cannot be contained. Seine Liebe kann man nicht alle fassen. So you can't you know, be a recipient of it. Und dementsprechend, ich sage es in meinen Worten, du kannst nicht auf die Liebe Gottes sitzen und sagen, meins. Amen. Amen. It flows through you. Nein, die Liebe Gottes fließt durch dich. Amen. Amen. God moves through you. Gott bewegt sich durch dich. He blesses through you. Er segnet durch dich. Glory be to God. Ehre sei Gott. And this is how we have been called to be. Aber genauso sind wir berufen zu sein. That is where our freedom is. Genau hierin liegt unsere Freiheit, our peace, unser Friede, our satisfaction, unser Sättigung, unsere our Zufriedenheit, advancement in life. Nämlich unser Fortschritt im Leben. But if we begin to harbor all these negative energies because we are resisting that which we think is against us, then we live a life of misery. Denn wenn wir wie ein bockiges Kind all diese negativen Energien wie Hass und so weiter, all das ansammeln und sagen, meins, ich lass nicht los. Ja, was würde mit uns denn passieren? Wir führen ein negatives, also ein gottloses Leben eher. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So it says, submit yourself to God. Und dementsprechend heißt es hier, ordne dich Gott unter. Resist the devil. Widerstehe dem Teufel. And he will flee. Und was tut er? Er flüchtet, er flieht von dir. Now last week we look at the verse
When Jesus confronted the Pharisees in John 8, the verse 44. Letzte Woche schauen wir uns Johannes Evangelium 8, Vers 44, wo Jesus die Pharisäer konfrontiert hat. Very revealing. Das ist wirklich offenbarend. Now look at what Jesus said. Schaut euch mal an, was Jesus dort sagt. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning and abhorred not in the truth. Because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own. For he is a liar and the father of it. Ihr seid aus dem Teufel, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an. Und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Amen. Amen. Now, the devil does not abide in the truth. Also der Teufel steht oder wohnt oder bleibt nicht in der Wahrheit. So how do we resist him? Also wie widerstehen wir den Teufel? We resist him by abiding in the truth. Wir widerstehen dem Teufel, indem wir stehen, indem wir bleiben, indem wir wohnen in der Wahrheit. So when we submit to the truth, also wenn wir uns der Wahrheit unterordnen, we are resisting the devil, was tun wir dabei? Wir widerstehen dem Teufel and he flees, und er flüchtet. Because he doesn't abide in the truth. Warum flüchtet er? Weil er nicht in der Wahrheit bleibt. Now let's look at some few truths. That the devil cannot abide in. Also wir schauen uns ein paar Wahrheiten, worin der Teufel nicht weilt. Amen. Amen. Just some few. So ein paar. To help us. Um uns zu helfen. Number one. Als erstes. I mentioned first that all power belongs to God. Nämlich, dass alle Macht Gott gehört. Amen. Amen. Very important. Das ist sehr wichtig. Now, if you know that all power belongs to God. Denn wenn du weißt und du das wirklich für dich verinnerlicht, dass alle Macht Gott gehört. The devil cannot abide in your life. Da kann der Teufel kein Mieter bei dir sein. Where can this thing enter? Also möge der Herr dir das wirklich beherzigen, möge das in deinem Herzen wirklich Wellen schlagen. You know? Amen. Because we the charismatic, we don't really believe that. Denn wir die Charismatischen und Pfingstglaubenden, das nehmen wir nicht so gerne an. We like to fight. Wir möchten gerne kämpfen. Amen. We Amen. Wir lieben zu kämpfen. But all power belongs to God. Doch alle Macht gehört Gott. That is a truth that if you know, the devil will leave you. Das ist die Wahrheit. Wenn du die für dich kennst und annimmst, dann lässt dich der Teufel los. Amen. Amen. Jesus says, all power belongs to me. Alle Macht ist mir gegeben, sagte Jesus. We need to acknowledge this truth. Und genau diese Wahrheit müssen wir für uns anerkennen. That there is one power recognizable, nämlich es gibt nur eine anerkannte Kraft. And it's the power of Christ. Und dies ist die Kraft Christi. Amen. Amen. Number two, als zweites. We are in him. That is true. Wir sind in dem Wahrhaftigen. When you know that you are in the truth, wenn du weißt und du das verinnerlichst, dass du in der Wahrheit bist, the devil will flee. Der Teufel flieht vor dir. Amen. Amen. 1 John 5, the verse 20. Das finden wir in 1. Johannes 5, Vers 20. It says, and we know that the Son of God is come and has given us an understanding that we may know him that is true and we are in him. That is true. Even in his son Jesus Christ, this is the true God and eternal life. This is that which we need to know. And if we stand on this truth, the devil has no place in our lives. Amen. Amen. 1. Johannes 5, Vers 20. Und wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen.
Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wenn du diese Wahrheit verinnerlichst, wenn du die zu eigen machst, wenn du das dein Bewusstsein machst, ich sage es in meinen Worten, wenn du vor dem Spiegel dir selbst sagen kannst, beim Rasieren, beim Duschen oder was auch immer, dann bist du in der Lage, dass jedes Mal flieht der Teufel vor dir. Amen. Amen. Nummer 3. The devil doesn't know you. Der Teufel kennt dich nicht. Amen. Mann, ist das cool. He doesn't know you. Er kennt dich nicht. The you that you think you are. Und zwar dein Du, dein Selbst, wovon du dich selbst hältst. That's where the problem is. Genau daran liegt das Problem. But the true you. Doch dein wirkliches Selbst. He doesn't know. Kennt er nicht. Und wenn er weiß, dass du erkennst, wer du bist, dann flieht er. He sees the one in whom you are in. Denn warum? Wenn er dich anschaut, sieht er denjenigen, in dem du bist. He flees. Also flüchtet er. There's no fight. Also es gibt keinen Kampf. Amen. Amen. That's why when you sit and you say somebody can mess with your life, you know, somebody can kill you. Who is the you that can be killed? Und dementsprechend, wenn du dich hinsetzt und dir selbst sagst, na, jemand kann mit meinem Leben, sag mal so, Schaschlik machen. Ja, er kann mit meinem Leben spielen. Er kann mich töten. Die Frage stellt sich, welches du meinst du? Das du in Christus? Oder das du, wovon du dich hältst. You know, we have helped the devil in his ministry. Also wisst ihr, wir haben den Teufel sehr viel, also sehr groß in seinem Dienst geholfen. Amen. Amen. Because the you that you believe that it is you, that is the you that he target. And if you really believe that it is you, he kills you. Amen. Denn der Punkt ist folgende: dieses du, wovor du dich hältst, das genau das ist das du, was wonach er sucht. Und wenn du mit einem Quäntchen Glauben an diesem falschen Du bist, was tut er? Dann tötet er dich. Rasch. Colossians 3, the verse number 3. Kolosserbrief 3, Vers 3, schauen wir uns an. He says that for you are dead and your life is hid with Christ in God. Kolosser 3, 3 sagt, denn ihr seid gestorben. Ja? Ihr, das falsche Du, seid gestorben. Und hier heißt es, euer Leben, das Christus-Du, ist verborgen mit dem Christus in Gott. Amen. Amen. The false you was exposed to crucifixion and it dies. Ja, das and the you that is in Christ is hid in God. Das falsche Du wurde bloßgestellt am Kreuz, wurde gekreuzigt und ist gestorben. Und nun, dein echtes Du ist in Christus, in Gott verborgen. Amen. Amen. John said in 1 John 3, the verse number 1. In Johannes Evangelium, in 1. Johannes 3, Vers 1. He says, therefore the world knoweth us not. Ja, und deshalb kennt uns die Welt nicht. Because they know him not. Weil die Welt ihn nicht kennt. Because if they know him, they know us. Because we are exactly like him. Amen. Denn wenn die Welt ihn kennen würde, dann würde die Welt uns kennen. Denn warum? Wir sind ihm gespiegelt. Amen. Amen. We resist the devil by abiding in the truth. Wir widerstehen dem Teufel, indem wir in der Wahrheit bleiben. Paul confidently in 2 Corinthians 13, the verse number 8, audaciously, he says, we can do nothing against the truth, but for the truth, why shouldn't we stand on the truth? Because that which the devil fears is not our muscles, it's not our education, it's not our possession. He fears the truth. He cannot abide in the truth. Amen. And the weapon that God has given to us is the truth. Amen. Abide in the truth. Amen. Amen. Aber Vater, in 2. Korinther 13, Vers 8, hat Paulus mit aller Vollmacht,
mit aller Kühnheit, mit ein bisschen Frechheit dazu, gesagt, dass nämlich wir können nichts gegen die Wahrheit tun, sondern nur für die Wahrheit. Und dementsprechend, wovor fürchtet sich der Teufel? Vor der Wahrheit. Also wenn du in der Wahrheit bleibst, da kann er dir nichts anhaben. Im Gegenteil, jedes Mal, wenn er versucht, was tut er? Flüchtet er. Denn warum? In der Wahrheit bist du unantastbar. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. Number four. Nummer vier. Acknowledge every good thing which is in you. Erkenne an, rechne dir zu, alles Gute, alle gute Dinge in dir. You are good. Ich sag's mal ganz frech, du bist gut. Amen. Amen. Please don't look at me. No, I'm not happy. Don't look at me like that, man. Why you guys? Why? Was schaut ihr den Pastor so an? Ne? Also, ja, mit ein bisschen Elan. Ihr seid gut. He says we should acknowledge every good thing in us. Denn hier, in Christ Jesus. Denn hier heißt es, erkenne an, rechne dir zu, alles Gute in dir, in Christus Jesus. Philemon 1, Vers 6. Das finden wir in Philemon 1, Vers 6. It says that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you, in Christ Jesus. Amen. Philemon 1, 6, und zwar, dass die Gemeinschaft eures Glaubens wirklich wirkungsvoll wird, und zwar durch die Anerkennung von allem Guten, was in Christus ist, aber auch in dir ist. Why is it important? Warum ist dies wichtig? Dass du dir alles Gute, was in dir ist, anerkennst. Because we overcome evil with good. Denn wir überwinden Böses mit Gutem. Romans 12, the verse 21. Das finden wir in Römerbrief 12, Vers 21. So Paul says that be not overcome of evil, but overcome evil with good. Seid nicht überwunden durch Böses, sondern überwindet das Böse durch Gutes. Amen. Amen. Acknowledge that good is in you. Rechne es dir zu. Erkenne es an, dass Gutes in dir gibt. Amen. Amen. This is how we overcome evil. Genauso überwinden wir Böses. Glory be to God. Ehre sei Gott. Now the truth is that every good thing is in us. Die Wahrheit heißt, alles Gute gibt es in uns. And so when we stand on this truth, und wenn wir auf dieser Wahrheit stehen, the devil flees. Was tut der Teufel? Er flieht. Amen. Amen. Now Jesus made also this very important statement. Jesus hat hier eine wichtige Aussage getroffen. In Matthew 5, the verse number 39. Nämlich in Matthäus 5, Vers 39. He says, resist not evil. Hier heißt es, widersteht nicht Böses. Amen. Amen. Jesus. Das hat Jesus gesagt. Amen. It's Amen. Jesus himself saying. Also das ist die Aussage Jesu. It says, do not resist evil. Du sollst Böses nicht widerstehen. Warum nicht? Because he knows that evil is defeated by our submission to good. Denn Jesus weiß, dass Böses wird besiegt, wird vernichtet, indem wir uns der Wahrheit in ihm unterordnen. Amen. Amen. We are called to submit to God. Wir sind berufen worden, uns Gott unterzuordnen. Our life is not our own. Denn warum? Unser Leben, unser jetziges Leben ist nicht unseres. Our life is Christ. Unser Leben ist Christus. Why should we try to fight to protect our lives? Warum versuchen wir zu kämpfen oder zu widerstehen, um unser Leben zu schützen? Amen. Amen. Because self-preservation is a sign that you don't know who you are. Denn Selbsterhaltung ist ein Zeichen, dass du nicht kennst, wer du bist. Amen. Amen. Because who you are cannot be defeated. Denn wer du bist, kann niemals besiegt werden. Amen. Amen. Paul says we are more than conqueror. Denn Paulus nennt uns, wir sind mehr als Überwinder. He says, what can separate us from the love of God? Was kann uns von der Liebe Christi scheiden? Shall tribulation, shall nakedness, shall peril? Wird es Nacktheit sein? Wird es Bedrängnis sein? Wird es Schwierigkeit sein? In all
In all diesen Dingen sind wir mehr als Überwinder. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So it's a matter of us knowing who we are. So ist dementsprechend eine Frage, nämlich zu erkennen, wer wir sind. Because we are in the truth. Denn wir sind in der Wahrheit. And the truth is eternal life. Und die Wahrheit ist ewiges Leben. So the very life of the truth is that which we also share in common. Das bedeutet, das eigentliche Leben von der Wahrheit teilen wir mit dem Leben gemeinsam. Amen. Amen. This is where our freedom is. Und genau hierin liegt unsere Freiheit. Amen. Amen. By strength, und zwar durch seine Kraft, shall no man prevail. Nämlich durch Kraft wird niemand überwinden bzw. bewältigen. Amen. Amen. That is what Paul, God said to Samuel in 1 Samuel 2:9. Und das hat Gott Samuel offenbart in 1. Samuel 2, Vers 9. He said to Zerubbabel. Da sprach er zu Zerubbabel. It's not by power. Es ist nicht durch Macht. No by might. Noch durch Kraft. But by my spirit. Sondern durch mein Geist. Saith the Lord. Spricht der Herr. It's not by power. Es ist nicht durch Kraft. It's not by might. Es ist nicht durch Macht. It's by my spirit. Es ist durch meinen Geist. Amen. Amen. So what are we called? Also, wozu sind wir berufen? We are called to submit to his spirit. Wir sind berufen, uns seinem Geist unterzuordnen. And his spirit is a spirit of truth. Und sein Geist ist ein Geist der Wahrheit. So the spirit of God doesn't fight for us. The spirit of God reveals to us the truth, so that we stand on the truth and the devil flees. Der Geist Gottes kämpft nicht an unserer Stelle, sondern der Geist Gottes zeigt uns die Wahrheit, damit wir uns in der Wahrheit bleiben. Und wenn wir in der Wahrheit bleiben, was tun wir dabei? Wir überwinden den Teufel und er flieht vor. Holy Ghost fight, Holy Ghost fire, Holy Ghost this. Amen. Das sind so die Gebetsrufe, so anzusagen, ja, Heiliger Geist, kämpf für uns, ja, ich sende dein Feuer hinaus, ja, manchmal töten sogar. He is God. Ja, er ist Gott. Amen. Mhm. Can you talk to your father like that? Kannst du zu deinem irdischen Vater sowas sagen? This is what we see everywhere. Ja. Holy Ghost, fire. Ja. Holy Ghost, fight for me. Holy Ghost, go. Ja. Man ruft überall, der Heilige Geist soll hingehen und töten und kämpfen und Feuer sprühen und alles. Als wäre ein Drache oder sowas. Ja. Amen. If you don't love the truth, you won't like me. Also, wenn du die Wahrheit nicht liebst, wirst du nicht nur Pastor dir, sondern auch uns beide nicht lieben. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. The truth offends. Denn warum? Die Wahrheit an dieser Stelle beleidigt. Denn warum? Die Wahrheit geht und zwar entgegen der Meinung des Menschen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. We've been doing certain things, I myself included, until I stop when I discover the truth. Amen. Wir haben bestimmte Dinge getan, sogar ich hatte es getan, bis wir dann entdeckt haben, dass das ist nicht die Wahrheit. Wir lassen davon. Submit yourself to God. Also ordne dich Gott unter. And resist the devil. Und bei deiner Unterordnung widerstehst du dem Teufel. Your submission to God. Deine Unterordnung Gott gegenüber. Is your resistance against the devil. Ist dein Widerstand gegen den Teufel. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So when Gott. You submit to him. Wenn du dich Gott unterordnest. Your submission. Deine Unterordnung. Is that which defeat the enemy. Ist genau das, was den Feind in die Flucht schlägt. Look at throughout the whole scripture. Schau dir mal die ganze Schrift hindurch. How people obtain victories. Wie die Menschen zum Sieg gekommen sind. From the Old Testament to the New Testament. Also vom alten Bund bis zum neuen Bund. Elijah, Moses. Ja, Mose, Elia. They submit to God. Sie haben sich Gott untergeordnet. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. When Moses was confronted with difficult situation, the Lord said unto him, "Do what I tell you. Point the rock to the rock, and that is what he did. He submit to the opinion of God. He submit to God. Mm-hmm. Amen. Amen. Als Mose Schwierigkeiten bezüglich auf der Reise zum gelobten Land mit dem Kinder Israel. Ja, was tat er? Er rief nach dem Herrn. Der Herr gab ihm die Anweisung zum Beispiel, strecke deinen Stab zum Felsen. Was tat er? Genau das. Seine Tat zeigt, ich ordne mich
die Anweisung, die Aussage Gottes unter. Amen. Amen. Elisha said to God, open the eyes of your of my servant so that he will see those that are for me. Und because he could only see those that are against them. He says, no, that is not the issue. That is not where you should see. Amen. See those that are for us. Amen. And you can only see through the eyes of the Spirit. Amen? Amen. When the Spirit opens your eyes, you will know that you're never alone. Amen. Where God is, there are always angels. And Amen. God has brought you to himself. Aye, my Father. Abba, so you are walking with legions of angels every day when Amen. You sleep. Amen. Und dementsprechend, so wie Elisa auch als Beispiel, da bat er dem Herrn, öffne du die Augen von dem Diener, damit er sieht, wer alles für uns ist. Denn der Diener konnte nur sehen, oh, da sind so viele gegen uns. Und genau ist es mit uns heute. Es ist wichtig, dass wir nicht nur sehen, wer gegen uns ist, dass wir anfangen zu sehen, wer ist für uns. Denn warum? Wenn wir sehen, um das zu tun, brauchen wir die Sicht, die Sichtweise des Geistes. Denn warum? So wie der Herr ist, wie wir in der Schrift erkannt haben, dort, wo der Herr ist, da sind auch, und zwar eine Schar, eine Menge von Engeln unterwegs. Stell dir vor, du bist in demjenigen, der wirklich scharweise, massenweise Engel zu seinem Dienst hat. Ja? Und dementsprechend, das steht dir auch zu, sogar in deinem Schlaf. Von wegen irgendwas unterdrückt dich. Glory be to God. Ehre sei dem Herrn. Thank you, Father. Danke, Vater.